herzlich willkommen beim Comedy Festival vom Grand Casino Baden. Baden yes. Lacht. Und Gratulation zum Gewinn vom Prix Valo 2023. Ah, ja, stimmt. Sparte Comedy, ja, Cabaret. Du bist Nummer 1 und hey, du bist es für die Jahre 2020, 2021 und 2022. Wahrscheinlich wegen der Pandemie, oder nicht? Ich weiß es nicht. Aber ist cool, oder? Nein, ist cool. Also, mega genossen. Ich glaube, bei allen vor allem beim Privalo war für mich ziemlich unerwartet. Ich habe nicht gedacht, dass das kommt. Mit was hast du gerechnet gehabt? Oder mit wem hast du gerechnet gehabt? Wer ist der härteste Konkurrent oder Konkurrentin? Peach Weber und Mike Müller. Peach Weber und Mike Müller? Okay. Wow. Also, ist egal, ob es Peach oder Mike war. Ich wäre für mich schon nominiert mit diesen zwei in der Gruppe. Ist schon cool, oder? Ist für mich ja. Schon eine halbe Miete genug gewesen. Und so jetzt umso besser. Und so jetzt ist es einfach so, why? Okay. Wieso? Vielleicht ist, weil die Leute vor dir sehr viel Respekt haben. R-E-S-P-E-C-T. Genau, das ist dein neues Programm. Ja, genau. Um was geht's? Dort eigentlich ist es darum gegangen, während dem Schreiben haben wir gesagt, hey, bei dieser Show möchte ich einfach, dass Leute Spass haben. Quasi nicht, dass Leute herkommen, nicht zu viel überlegen, aber doch noch, aber dass sie dann Spass haben. Aber sie dürfen den Respekt bei gewissen Sachen nicht verlieren. Das sind möglicherweise Themen, die du ansprichst. Genau, Themen, Zoom-Calls. Ja, genau, Zoom-Calls, wenn man geht wandern, ja. Dass man die richtigen Schuhe anhat. Ja, das ist wichtig. Das ist sehr, sehr wichtig. Ja. Ich habe mich immer darüber lustig gemacht, bis ich die Creux du Vent rauf bin. Ja gut, und das ist Creux du Vent ist der Creux du Vent. Es gibt auch noch zu Lenzburg den Schlossberg, oder? Je ja, stimmt. Aber das schaffst du mit Nikes. Gut, das stimmt. Ja. Das stimmt das auch mit abgelatschten. Ja, das schaffst du. Ja. Aber der Creux du Vent nicht. Gibt es eigentlich auch Leute, du tust ja Themen, eben zum Beispiel Rassismus, tust ja du einfach in Witz und Gags verpacken. Ja. Machst dich lustig auch über dich, über uns, ja. Schweizer, über all. Ja. Gibt es Leute, die sagen, Charles, das geht nicht, du kannst nicht über so heikle Themen da irgendwie so viele Fans machen? Immer, das ist so wie in der Politik, du kannst nichts machen, du kannst nicht etwas machen und sind alle zufrieden. Das geht nicht. Aber für mich ist oberstes Gebot ist mein Ziel, ich will nie jemanden beleidigen. Mhm. In dem Sinne, ich will einfach auf etwas aufmerksam machen. Mhm. Und ob die Art und Weise jemandem gefallen hat oder nicht, es ist halt so, aber ich bin offen für Kritik. Mhm. Solange dass es konstruktiv ist, kann jeder, wirklich jeder kann zu mir und sagen, hey, das habe ich nicht gut gefunden, würde ich fragen, ja, warum kann ich etwas denn, besser machen? Und wenn es nur eine Verständnisfrage ist und du nichts kannst machen, dann muss ich einfach akzeptieren und sagen, hey, look, wenn 90% das okay findet, das langt. Und es langt, finde ich. Ja. Ja, und wenn nur einzelne Sachen, wird immer irgendjemand komisch verstehen von dem. Aber solange das niemand beleidigt ist, ist okay. Sobald jemand hässlich und beleidigt ist, dann habe ich vielleicht etwas falsch gemacht. Okay. Ja. Die Walliser, die haben ein bisschen mehr Pech in deinem Programm, gell? Die ist, der Fanclub dort, habe ich gehört, ist ein bisschen verstimmt. Es geht eigentlich. Ich bin einfach Walliser lustig. Also, wieso ausgerechnet Walliser? Wieso Wallis? Weil ich habe so, jedes Mal, wenn ich im Wallis war, es ist so lustig. Und die meisten Leute, ich glaube, verstehen Walliser fast. Walliser sind für mich wie Italiener, die im Süden von der Schweiz wohnen, aber ganz komische Sprache redet. Nicht wie Tessiner. Nicht so wie Tessiner. Sie sind aber genau gleich warmblütig. Ja. Also wenn man die Sprache wegdenkt, sind sie genau gleich warm. Ich war schon im Wallis gewesen, und nach einer Show habe ich Leute kennengelernt. Mhm. Haben sie mich zu ihnen eingeladen nach der Show. Wir haben Karten gespielt bis am Morgen um 2, 3. Ich habe geschlafen, am nächsten Tag sind wir zusammen wandern. Und bis zu dem heutigen Tag, jedes Jahr, gehe ich nach Wallis und wir gehen zusammen wandern. Also dann stört das eure Beziehung nicht, wenn ihr zwischen ihnen mal ein bisschen Pfeili rauslässt. Sie sind viel frecher, als man meint. Ja, das stimmt, sie können sich wehren. Ja. Wie ich schon gesagt habe, du lachst über dich selber auch und nicht zu wenig bei deinen Shows. Über was lacht der Charles Anguilla privat am liebsten? Oh, das ist doch schwierig. Glaub über gute Witze, über schlagfertige Witze, also unerwartete.
wenn wir jetzt mit in einem Gespräch sind und jemand einfach irgendetwas reinschießt. Okay. So Zeug finde ich mega gut. Und ich bin kein Fan von Flachwitzen, aber richtig gute Flachwitze. Das geht dann auch wieder. Das geht, aber Flachwitze sind so, sie müssen so schlecht sein. Ja, das ist schon wieder gut, sind. Gut sind. Okay. Ja, genau. Charles Anguilla, herzlichen Dank für das Interview und viel Spass jetzt oben auf der Bühne im Grand Casino Baden. Danke. Merci, danke für mich, ich freue mich.